Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Battle Realms auf meinem Channel Chupacabra. Ja, da bin ich mal wieder mit meinem Let's Play Battle Realms nach der kleinen Pause, was ich hatte. Ja, klein. Ja, nicht. Aber in der letzten Folge habe ich euch erklärt alles über die Map und so. Ja, aber auch nicht mehr viel. Weiß ich auch nicht mehr viel davon. Aber wir werden mal schauen, wie weit wir kommen, sozusagen. Also, der tolle Garin hier versteckt sich immer noch in der Ecke rechts unten. Und ja, in der letzten Folge habe ich ja gesagt, dass wir mal attackieren werden. Und das tun wir jetzt auch mal. Hier sind dann die Wolf-Menschen sozusagen, der vom Wolf-Clan. Diese werden wir jetzt attackieren. So, jetzt laufen wir mal hin. Die Pferde laufen genauso schnell wie die normale Einheit. Das wird gut. So, jetzt sind wir mal angekommen und dann attackieren wir die mal richtig. Damit wir mal diese Map auch mal abschließen können, sozusagen. Oder es geht weiter, ich weiß es nicht. So. Ja. Irgendwie, es läuft gut für uns, zu sagen. Ich frage mich irgendwie, wo Vectin ist. Vectin, den müssen wir ja töten. Meiner Meinung nach wurde der noch nicht getötet. Da ist er. Ach, ist jetzt auch egal. Wir attackieren mal weiter. Hier steht da so, diese von Wolf-Clan halten irgendwie viel aus, sogar die Bauern davon. Das ist normal, toll. Was ist das? Ah, Vectin. Stirbt gerade. Er ist ein Pferd sozusagen, aber Vectin stirbt gerade. Das ist mal auch mal toll. Ja, wo ist er? Hier ist Vectin. Den müssen wir dann töten, ja. Damit dieser Wolf-Clan hier mal weg ist. So. Wir haben schon 3 Young-Brute. Hier, die Bauern stehen untätig herum. Die... Ach. Reis haben wir auch voll. Wir bilden die mal aus. So, mit diesen 3 Punkten werden wir... Mache ich mal Dragonfire. Dragonfire, hoffentlich wisst ihr, was das ist. Das ist das damit. Ja, warte. So, wenn wir da. No, steh nicht mal drauf. David. Da haben diese Drachenkrieger. Sozusagen Drachenkämpfer oder Drachenkrieger. Geht beides. Mehr Leben haben. Und das ist ein guter Vorteil. Eigentlich schon. So, jetzt attackieren wir mal den Wolf-Clan. Den muss ich schon längere Zeit gerade attackieren. Was macht Vectin gerade? Er kämpft immer noch, er pittert. Wird aber gleich verlieren. Ja. Schauen wir mal. Weiter attackieren. Hier noch. Können wir irgendwie nicht alle auf einmal anklicken. Doch, jetzt funktioniert das. So, jetzt werden wir mal Vectin attackieren gehen. Wenn wir Vectin töten. Der eh schon fast tot ist, zum Glück. Ja, irgendwie in Garin verkrault sich immer noch in der Ecke. Das ist irgendwie nicht so toll. Ja, dann laufen die mal hier. Spannend. Ja. Es laufen nicht alle. Yeah. So. Irgendwie will das Pferd von dem nicht. Oh. Vectin hatte dann. Ist irgendwie sehr stark. Ach so, sein Pferd ist auf rotem Bereich, deswegen kann es nicht mehr laufen. So, Vectin ist tot. Das ist mal so ein Vorteil und eine Sequenz. I didn't want this. Every death here today saved 2. No one could ask for more. This land never changes. Give the wolf miners this much. They know how to run. They've had a lot of practice.
If it's not us driving them to the ground, it's their warlock masters. Hmm. We have Father to thank for that. They serve the Lotus, and the Lotus serve us. For now. The Oja are the only family fit to serve as lords of this land. The Serpent Clan will rule long after Father's gone. You mean you'll rule? Of course. I'm the firstborn son. Besides, you spend every free moment carousing with commoners in back alley wine shops. You've no stomach for war. Not the way Father fights it. Yes, always winning is such a burden. There must be a better way. They fight because they fear the Serpent Clan. I'm not my father, Otomo. There are worse men you could be. Not many. Did you kill him? Does it matter? Not to me. All of us fighting together. It's just like old times, eh? Our scouts report that the Lotus Clan have abandoned their outpost rather than face you. The wolf squatters to the west are staying put. But a little steel and fire should put an end to. No. But we have them by the throat! If we push on, we can reach the Swan's Pool by dusk. Curse him! With the army he's mustered, we could secure the lowlands and rebuild the Serpent Clan. What does he want with the orb anyway? You know the legends. Rumors. Gossip. I used to stare at that thing for hours, searching for some spark of power. It's just a pretty stone. He's insane. He's all we have. The Swan's Pool is here, along the northern road. Our enemies have come to the Serpent's Orb. How did they know it was here? Redgirdless, we must protect the Geisha's home. At all costs, if we're to earn their trust and claim the orb. Here's what's my Geisha. Going on here? Get away from her. Oof. Okay, wir müssen... Okay, in dieser Map müssen wir mal das Haus hier, das Swan's Pool beschützen, sozusagen, weil hier der Orb drin ist. We thought you dead, honorable prince. Look, there. More are on the way. They come seeking the orb. So, nehmen wir mal zwei Bogenschützen und eine Geisha. Ja, eine Geisha. Die kann Verbündete heilen, sozusagen heilen. Ja. So. Come on. Wirklich. So, können Verbündete heilen heilen im Kampf. So, wir müssen mal diesen Swan's Pool verteidigen. Und auf dieser Map haben wir jetzt mal keine Bauern zur Verfügung, die was wo wir eine Stadt bauen könnten. Ein Dorf sozusagen bauen könnten. Aber wir haben mal ein bisschen. Jetzt haben wir mal Heilerinnen. Ja, das ist auch eine spezielle Fähigkeit, wenn man da in diesen Schrein reingeht. Wenn man in diesen Schrein reingeht, bekommt jeder Charakter, der was da drin war, außer Helden, bekommt sozusagen eine Fähigkeit. Ja, diese Fähigkeit können sie nutzen, um Vorteile zu haben, sozusagen. Zum Beispiel diese Fähigkeit von Geisha, von der Heilerin, die bewirkt, dass sie sich opfert und nachdem sie sich geopfert hat, halt bekommen die Verbündeten sozusagen in ihrer Nähe Leben. Ah, und hier haben wir mal Garin. Garin kann mit einem Pfeifen die Pferde rufen, mit seinem Skill die ein Pferd rufen. I am the dark.
ja. Also Garin kann mit einem Pfeifer ein Pferd holen, das seine ganze Ausdauer verbraucht. Aber dafür hat man ein Pferd. Sozusagen, das ist eine spezielle Fähigkeit. Da kommt aus der Map, wenn wir hier zum Beispiel so Pferde sind, wenn Garin diese Fähigkeit benutzt, kommen da Pferde, sozusagen. Reitet zu ihm und man kann auf diese Pferde aufsitzen. Ja, also man kann sozusagen ein Pferd reiten. Ja, jetzt mal warten wir mal, bis die Gegner kommen, sozusagen. Hier können wir zum Beispiel jetzt die zwei Bogenschützen eingeben. So, dann erlernen sie 10 Arrows. Diese 10 Arrows machen damit. Ja. See enemies at a distance. Ja, zum Beispiel jetzt, wenn ich hier, ups, wenn man hier drauf drückt, ja, schießt man. Und dann ist alles, zum Beispiel, man sieht zum Beispiel die Gegner, sozusagen. Man sieht sie. So, wir werden mal das verteidigen, aber unsere Bogenschützen sterben gerade ab. Das ist nicht toll. Das ist nicht gut. Hier, wir haben hier noch Kazan. Kazan, das werde ich dann gleich erklären. So, Kazan, er spuckt Feuerwelle und ist ein Fernkämpfer. Und, ja, gleich. Ich muss nur Kenji suchen. Ja. So, ja, Kazan, er spuckt Feuerwelle und ist ein Fernkämpfer. Mit seiner Attacke halt, ja, macht er sozusagen mehr Schaden. Sterben gerade. Ja, das ist schlecht. So, ja, ich muss mich kurz konzentrieren. Ich rede jetzt mal nicht. So. Fehl ich schon diese Mission? Schreckliche Probleme. Ich habe gerade schlimme Probleme. Sorry Leute, dass ich gerade nichts sage, aber ich muss mich gerade konzentrieren, damit ich hier nicht verliere. So, Schlachtruf von Otomo. Und das. Er rennt hierher, attackiert ihn, die Geische heilt mal, ja, hoffentlich war es das jetzt mit der Map, mal schauen, yep. We are in your debt, Lord Dragon. The thief? Why was he here? Thief? I've never seen anyone move like that. I have. Did he get the Serpent's Orb? No. It's where it's always been. I've no time for riddles, woman. It's in Serpent Home. Impossible. The Lotus Clan tore Serpent Home apart stone by stone, searching for the orb. And once they'd finished their filthy business, I hid the orb in the courtyard pool. Only the wisest turn over the same stone twice. Kenji! Kenji! A message from Riverside. The Lotus Clan is slaughtering the villagers to the east. A large army of bladesmen is camped on the hillside below the Warlock's town. We must attack before they move south. No. We'll go to Serpent Hole. I've no quarrel with the other clans. If the enemy can't hurt you, they'll hurt your people. You've seen the orb. It's real. It's a stone, Kenji. The peasants fought for you, not the orb. He's right, Lord. If we abandon the villagers, they'll die. Only the geisha know where it is. Bring them with us, and the orb stays safe. If it's to be done, let's do it quickly. Let's teach this upstart clan a lesson.
So. Ja, Leute, das war's mal heute mal mit dieser Folge. Let's Play Battle Realms und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge.